Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Last Remnant. Wir stehen hier in irgendwelchen unterirdischen Gängen von Baltarossa, wo wir Paris Geliebte immer wieder retten müssen. Was für ein Wunder. Mir kommt so vor, als hätten wir so eine Quest schon mal gehabt. Nein, ganz bestimmt nicht. So, einmal das Teil hier auch noch deaktivieren. So, ja, das kennen wir schon. Ja, ich will es benutzen. So, die Stelle hat ihre Kraft verloren. Also die ganzen Dinger hier deaktivieren, ja ganz toll. Ganz großes Kino. So, stirb. Ihr zwei dämlichen Hunde da hinten jetzt recht. Euch mache ich alle fertig. So, flinker blauer Blitz. So. Giftgas. Ihr ja, mystische Künste, was anderes bleibt mir nicht. So, Giftgas. So. Intervention. So, die haben wir auch erledigt. So. Naja. Diese riesen Gegner-Angriffswelle kennen wir ja bereits. It is just a wisp of a thing. So. Macht von mir es mal so. LP hochhalten ja von mir aus. Können wir da hinten irgendwie angreifen. So. So. Heilung. Wespenschwarm. Das sieht bei Paris so wie witzig aus. Ey, Paris Stimme geht mal sowas von gar nicht. So grausam grottig. So. Flankenangriff. They just keep coming. So. We've dispatched quite a few enemies, hm? We can do this. Komm, und ihr könnt schon mal da unten angreifen. So, verderben. Was war das denn für ein Angriff? So, da wie Truppe. Tötet wieder alles und jeden. So, Funke. So, schön. Alle vernichtet. Excellent. Ego gestiegen. Donnerschlag 2 gelernt. Erhabener Lanzenkämpfer. Stärkungskraut 4. Stange des Feldherrn. Ich werde dann mal was. Ich werde mal meine Belohnung an mich nehmen oder so, hat er gesagt. Da war gerne machen. Ich will die Spinnenseide haben. Ich will die Spinnenseide haben. Weißt du was? Ich möchte die Spinnenseide haben. Den Rest behalte ich dann mal wieder. Also wenn man Geld braucht, ist glaube ich die Jagd auf Spinnen scheinbar sehr empfehlenswert, weil man die scheinbar ziemlich leicht fangen kann. Hm? Wir fangen ja wirklich in jedem Kampf eine Spinne. Das Kacksamen oder so. Mystische Energie. Was wollen wir den nicht für irgendwas? Hm? Er wollte nicht irgendwer haben. Alright.
Awesome! Panzer eines Land in 6? Okay. Was braucht er eigentlich noch? Wackeleisen und gegerbte Albekraut. Okay. Und insgesamt unsere Leute Torgel. Braucht noch scharfe Riesenspinnenkralle, versteinerter Baum, Meteorstall und Silberherz. Das ist super. Kann es sein, dass die schon wieder neue Sachen brauchen? Ja, die brauchen schon wieder neue Sachen. Ich wollte schon sagen. Ja. Die haben ihre Waffen jetzt wahrscheinlich schon mal wieder einmal verstärkt oder so. Weil ich hatte ja ein paar Items von dem, was sie haben wollen. Ja. Argus ist auch nicht mehr dasselbe. So, okay. Okay. Abholzpunkte von mir aus noch einmal. So. Alright! Awesome! Nagelblatt. Dann bitte ein Nagelblatt. Neue Instinktstufe erreicht. Der Butler ist nun ein Fortgeschrittener. So, der Duft scheint Monster zu reizen. Das ist mir sowas von egal. So, hier haben wir wieder eine Säule, die wir deaktivieren können. Bla bla bla. Oh, dass das immer kommen muss. So. Stelle hat ihre Kraft verloren, ja. Das ist immer bei jeder Säule die Beschreibung kommen muss, das ist ja echt hoch. Glück auf. Alright. Awesome. Wow. Okay, later. Da. Stirb. Ihr da hinten auch. Let's do this. Mit dämlichen Mistviecher. Ich hasse ja Spinnen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon in einem Let's Play mal erwähnt habe. Aber ich hasse sie. So, schmettern. Intervention, na super. Auch ein Block, da hat sich betäuben lassen, ja ganz toll, großes Kino. Oh, ihr macht natürlich wieder nur Ga. Ja! Es hat noch eine Truppe gerissen und eine schwer verletzt. Sehr schön. Hinter Beinspalter. Oh, schade. Block wäre cool. Konter wäre cool gewesen. So, Paris weicht ganz gut aus. Kampfkünste. Ja, die sich ihren Anführer nutzt. Statusveränderung. Hinterbeinspalter 3. Hat sowas von gar keinen Schaden gemacht. Funke 4. Dafür umso mehr. Er setzt einen Windstoß ein, sehr schön. Giftgas! So, und die flüchtet. Und da haben wir auch gerade wieder eine Spinne gefangen. So. Ja, mit einem Stab parieren, das ist leider nicht mehr. Das ist nicht so effektiv wie mit einem Schild. Weil es keinen Schaden macht. Den Flächenangriff aus der Ferne. Okay, wir halten. Egal. So. Excellent. I must grow stronger. So, nur Attribute. Meisterhafter Heiler. Surago jetzt. Apropos Heiler, Ragos Heilkünste könnten sich ruhig mal erhöhen. Weil der dümpelt immer noch auf einem sehr niedrigen Level mit seinem Stärken rum. Emma ist schon noch bei Stärken auf Stufe 4. Wollte ich ja nur jetzt anmerken, ne? Das geht besser. Ja,
sind mal wieder die, komplett dieselben. So werde ich gefragt, ob ich das benutzen möchte. Kann es eigentlich doch automatisch benutzen. So. Come on out. Sind wir hier? Hat nichts gefunden, okay, noch. Herr Butler. Nochmal eben. So. Alright. Buddelwahn. Süßer Nektar mal zwei. Mit ganz viel Nektar. Süßen Nektar. So. Hier irgendwas? Nee. So. The winner's the one who strikes first, yeah? War eine Truppe. Ich hab einen Truppe aus der Ferne. Flaurus. So. Säure-Detonation. Und das war's. I hope I've grown stronger than before. Hingabe gestiegen. So. Deaktiviere es mal. Ja. So, die Stadt hat ihre Kraft verloren. Huhu! Das ist ein Transporter zur Weltkarte. Das ist ein blöder Gemmelgegner. Da ist direkt noch einer. Schön, dass ich jetzt beide auf einmal bekomme. So. Angriff mit mystischen Künsten. Und ihr könnt schon mal nach da unten gehen. Den da unten ein Ende bereiten. Blinker blau mit. Teufelsbannen. So. Attack them from that flank. Die müssten jetzt auch Geschichte sein. Ist nach Davids Windstoß. So. Mettern 2. Nochmal. Oh, ganz toll gemacht, Block da. Giftnebel. Wundervoll. Und das heilt ihre Statusveränderungen. Angriff mit Kampfkünsten. Ihr könnt selber eure Statusveränderung heilen. Falls es irgendwer brauchen würde. Braucht aber niemand. Sweet! I know I'm good. I must grow stronger. Son of a! Erhabener Heiler. Loki ist jetzt Plünderer. Little by little. I'm becoming stronger. Dickes Mystic Monster Fell. Ja, nimm deine Belohnung ruhig an dich. Gefangener Flaurus, den behalte ich. Da sehe ich keinen Grund, den jetzt zu zerlegen. Blöde Spinnen. Let's do this. Die erledige ich. Oh, wie lange ist es denn jetzt hier schon wieder? Yeah. Also, aber ein bisschen nervig ist, dass diese ganzen Quests so lange dauern müssen. Die könnten auch ruhig ein wenig kürzer sein. Da hätte ich auch kein Problem mit. We shall stop them here. So, Intervention. Wo gibt's das? So. Und Blinkerbrecher 2. 5555 Schaden. Das nicht mal eine coole Schadenzahl ist. So. Oh, Paris. Weißt du, du hast eine Aufgabe, einfach mal so ein bisschen drauf zu kloppen. Selbst die schaffst du nicht. Ja, gibt alles, was ihr habt. Wir übertreiben einfach mal direkt. Mystische Künste und keine Ahnung. Mir ist sowas von egal, was ihr hier alle macht. So, Stärkungskraut. Excellent. So. Son of a Mr. Giftgas 3 gelernt. Sehr schön.
Also was, die Spinne hier behalte ich auch. Haha. So, bla bla bla. Schön ist ja aber auch, dass ich nicht weiß, wie viele Startsäulen es hier gibt. Das ist natürlich wieder wundervoll. Geht's denn hier hin? Nirgendwo geht's hier hin. Okay. So. Basenfragment. Na super. So, kein Buddelzähler mehr. Da geht's hier entlang. Da war ich doch gerade eben. So. Könnten wir dann jetzt mal zum Ziel kommen? Was? Er stirbt. Oh, bitte lass da eine Karte drin sein. Bitte, 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 bitte. Bitte, ich habe bitte gesagt. Ganz laut habe ich bitte gesagt. Ich möchte eine Karte. Ja, komm hier. Macht, was ihr wollt. You beast shall be facing me. So. Ow. So, Paris wird mal wieder sehr die Enge getrieben. So. Ja, super. Wir noch mal eben töten können. Was halt mystische Künste genommen. Ja. Hat ja trotzdem geklappt. Excellent. There's still plenty of power left in these old bones. Pechvogel ist gestiegen, ja super. Gefangene Gigantuala. Nö, zerlege ich nicht. So. Öffnen. Oh, 1700 Gold, so ein Müll. Hier könnte ich runterspringen. Das will ich aber ehrlich gesagt gar nicht. Was denn schon wieder? Ich bin jetzt zurückgegangen, da spawnen die schon. So ein Müll. Ich hätte aber wirklich gerne einen Knopf, wo ich sagen könnte, hier automatischer Kampf, regelt das mal bitte selber. Ja, vor allem für solche Kämpfe wäre das ganz gut. Es gibt dabei Enchanted Arms und man neigt halt zwar natürlich zu diese Sachen halt überzustrapazieren mit dem automatischen Kämpfen, aber jetzt mal ehrlich, JRPGs neigen auch dazu, es mit den Gegnern überzustrapazieren. So. Könnte jetzt, wenn man eine böse Zunge ist, überhaupt, also ist der einzige Grund, warum JRPG so lange dauern, weil die es hier alles künstlich mit Gegnern strecken. Das stimmt ja eigentlich auch irgendwie. Also, es wird ja schon sehr künstlich gestreckt, dadurch, dass man immer so riesen Gegnerhorden bekämpfen muss. Dass es einfach immer so viele Zufallskämpfe und sonst was gibt. Kann man schon als Strecken werten. So, ich habe keinen Buddelzähler mehr. So, was sind wir jetzt hier? Da geht's nirgendwo hin. Ah, jetzt habe ich meinen Weg wieder dahin suchen. Und überhaupt. Schon mal jetzt wieder einer. Statue irgendwo vergessen und eine Säule. Wo geht's dahin? Der verschwiegene Weg. Da kommen wir her. Da gehe ich jetzt nicht rein, weil ansonsten muss ich die ganzen Gegner hier nochmal bekämpfen. Geht's hier entlang? Wieder nur seitlich. 20 Minuten schon wieder hier irgendwie zugebracht.
So langsam. Na, hier ist noch eine Säule. So, und man findet ja mittlerweile keine Karten mehr für Gebiete. Also am Anfang hat man die immer gefunden und mittlerweile findet man wieder gar nichts mehr. Also das ist wirklich... Wow. Ganz großes Kino. Linker Brecher. Eiszahneinschlag. Ja, ganz toll. So. Oh, Block da. Block da trifft doch echt gar nicht. So, ohnmächtig. Ja, super. Da bringt sie auch. So. Windstoß 3. Davi trifft mindestens und richtet dabei sogar noch Schaden an. So. Unsere Kampfkünste, unsere Kampfkünste, Kampfkünste, so. Präzisionsschlag. Ja, ganz nett. I hope I've grown stronger than before. I feel stronger than before! Ja, ganz viel Zeugs habt ihr gelernt. Fenrir-Reißer, Zahn. So. Es ist ja ich Held. Ich habe ja auch noch gesagt, ich möchte auch noch nach Ryota gehen. So. Bla bla bla. Aber ich hoffe, in Ryota. Ryutia oder wie das heißt, war halt nicht ganz so viele Quests wie hier. Ist eine Tür aufgegangen, kann es sein? Warte, ich gehe einfach mal den Weg hier weiter lang. So. Ja. Ganz toll. So ein Mod gibt für die Karten. Oder ein Cheat für die Karten. Ja, wer weiß. Natürlich mich da sogar hinreißen lassen, den auszuprobieren. So, ich hoffe, der transportiert mich zur anderen Seite. Versuchen wir es. Ja. Sehr schön. Was haben wir hier? Schamschir. Na super, meisterliches Breitschwert, gekrümmt um Gegner sauber in zwei zu spalten. 10.000 Gold. Dafür habe ich das gemacht? Für mehr nicht? Das war... Oh nö! Oh! Ja toll, jetzt habe ich den ganzen... Da habe ich eine ganz, ganz tolle Waffe. Boah, super. Ich dachte, das wäre für die Hauptquest. Was heißt Hauptquest? Oh, na super. Ganz großes Kino. Jetzt dein Sandfall-Labyrinth. Vor allem die Waffe ist noch niemals gut. Die Waffe, die ich jetzt ausgerüstet habe, ist besser. Du hast keine Karte für diese Gegend. Nee. Sag mir bitte nicht, jeder einzelne Ausgang, den es hier gibt, führt nochmal in andere Gebiete. Oh, dann kotze ich aber am Dreieck. Fragezeichen, das führt schon wieder woanders hin. Euer ganz super. Ist das da hinten ein Blauhai? Kriegt zu viel.
Mann, ich hätte die Tentakel deines Blauhais gesehen. Stirb. Einfach stirb. So. Und zur Statusveränderung. You beast shall be facing me! How's that? So. Angriff. Gibt Gas 3. Hat's erledigt. Und schmettern. I know I'm good. So, Schmettern 3 gelernt. Fang eine Spinne, nimm sie mit. Blöde Spinne. Let's do this. Stirb. So. Mystische Künste, Statusveränderung. Ach ja, Paris. Trifft dann niemals. So. Excellent. Schlimmer an JRPGs ist ja eigentlich immer, dass man erhabener Waldläufer. Ja, wirklich, dass man erst immer in so einen Kampf reingehen muss und dann der Siegesbildschirm und alles. Und dass die Kämpfe an sich gar nicht so lange dauern, aber alles so drumherum. Das ist tatsächlich ein Blauhai. Ich krieg zu viel. Jetzt ist es einfach nur eine Hydra. Macht doch mehr Sinn, das sieht doch mehr aus wie eine Hydra. Das hier? So. You beast shall be facing me! Attack them from that so. Angriff, 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 Angriff. Also aber Gegnermodelle benutzen die hier aber auch sehr oft wieder. Also von hinten. Halten schon was aus, diese Hydras. Die sind tot. Sweet! I hope I've grown stronger than before. Little by little, I'm becoming stronger. Fangen eine Hydra. Zerlegen. Panik bekommen, wir müssen wieder gegen den Blauhai kämpfen. Kann da mal endlich eine Karte drin sein? Ja, endlich! Oh, meine Güte! Okay, das sieht richtig aus. Endlich eine dämliche Karte gefunden. Halt, warte. Will mich da erstmal orientieren. Let's do this. Sterb. Take the upper hand. Dieser ganzen Aufnahmesession auch überhaupt nicht weitergekommen. Mystische Künste. Geh da unten hin. Kampfkünste. So. Paris kann mal wieder gar nichts. Attack them from that flank. So. Es gibt noch zwei weitere Quests in Valterossa. Ich glaube, ich gehe hier nach, erstmal nach Ojuta und grase da mal die Quests ab. Ich gehe dann wieder nach Valterossa zurück und mache die Quests da weiter. Ich will was anderes sehen. Ich hätte mal gerne. Ja, gut, mit Jürgen, das ist mal eine Quest, wo ich nicht. Wo ich nicht kämpfen muss, aber das verstehe ich nicht. Ich soll dem drei Sachen bringen, die ihn an irgendwas erinnern. Aber woher soll ich denn wissen, was er da haben will? Wieder eine total dumme Quest. So, Flinker Teufelsbann. Server Detonation. Excellent.
So, wir haben bald eine 200er Kette. Little by little, I'm becoming stronger. Die Gigantuala, die kann wieder zerlegt werden, die Spinne behalten war. Also dann einmal hier Angriff. Obwohl, nee, die Hydra nehme ich jetzt nicht auch noch zusätzlich mit. Das wäre, glaube ich, etwas zu übertrieben. Obwohl, das sind nicht allzu viele Spinnen, das hätte höchstwahrscheinlich auch geklappt, so mystische Künste und da Kampfkünste. So. Super. So. Sprecher. Sehr schön. Tim, wieso lächerlich auch bei Kate mal mit diesen komischen zwei Handwaffen in die eine Hand. Sweet! Excellent. I know I'm good. Oh. Da gibt für die 200 Kette ja mal wieder irgendwas in der Gilde. Da gab es ja bis jetzt so diese Quest, bilde so und so viele Ketten. Let's do this. So, stirb, Hydra. Stirb. Angriff mit Kampfkünsten, Angriff mit mystischen Künsten und mystischen Künsten. So. Ja, Paris. Stürz dich in den Kampf. Windstoß 3. So. Angriff von hinten. Ja, sehr schön. Doppel-T. Blöden Hydra sind tot. Sweet. Excellent. I feel stronger than I did before. Und einen Reißzahn erhalten. Ganz großes Kino. Ah, da ist bestimmt so ein Teilchen, was den Buddelzähler erhöht. Das ist nicht so abgelegen. Okay, dann kann man noch da runter. Blödes Mistvieh. Was ist da wohl drin? Nach einer Karte brauche ich ja jetzt endlich nicht mehr zu hoffen. Jetzt kann ich mich endlich auch mal wieder über andere Sachen freuen. Ich will einfach immer eine Karte haben. Alles andere ist mir sowas von egal im ersten Moment. So, zweimal Giftgas. So. Giftgas. Und konnte ich zwei. So, Fenrir-Reißzahn. Kann man eigentlich Verbandsaufstellung? Nee, man sieht nicht, was sie von Schnelligkeitswert haben. So, die hier sind Angriff Mystic City ausgeglichen. Das ist auch mein Ziel gewesen. Sehr schön. So. 1600 Gold. Jetzt nicht der Brüller, aber ganz nett. Gold schadet nie. Let's do this. Ja, komm. Erledigen wir diese blöden Hunde. Take the upper hand. Ich hoffe ja auch mal, dass wir für diese Quest hier mal was Geiles bekommen. Beim letzten Mal, als wir was für Paris gemacht haben, haben wir ja nur Scheiße gekriegt. Aber auch so richtig Scheiße. Funke 4. So, Präzisionsschlag. So. Er interveniert welche. Wow. Windstoß 3. Ah, wir haben überlebt.
Also für Kampfkünsten. Kampfkünsten. So. Machen wir mal eine Kampfkunstreihe. Kavallerie bringt. Was bringt denn Kavallerie? Bringt den doch gar nichts. Warum machen die alle so andauernd? Ach so, das ist so ein Verstärkungsruf. Jetzt habe ich es kapiert. Dave darf Ex Machina einsetzen, wenn er dazu kommt. Kommt er eh nicht. Aber ich drücke, dass sie erledigt. So. I know I'm good. Ganz viel Attribute gestiegen. So. Gefangener Flaurus. Klingt irgendwie voll nicht bedrohlich. Klingt wie so ein Haustier. Flaurus. Flauschiger Flaurus oder so. Ah, Spinnen. Mal wieder. Sterbt. Sterbt einfach alle. Keine Lust auf euch. So, Angriffe, Kampfkünsten. Mach Kampfkünste. Und Kampfkünste. We shall stop them here. So. Linker Beinspalter. Och, Pagus, das war ja mal richtig unnötig. So. So. Schmettern 2. So, jetzt auch erledigt. Ah, Blockade. Stand your ground. Tis just a wisp of a thing. So, ja, nee. Kampfkünste. Nee, warte, mach LP hochhalten. So. Du machst einen ganz normalen Angriff. Was ist das hier? So. You alright? Stärken 3. Gemetzel. Warte. Noch mal Schaden, ne? So. Haben wir ganz viele AP mit dem gespart. Oh. So, reingehauen, der Präzisionsschlag. Watch out, men, they're behind us! Ja, ja. No matter how many there are, I'll knock them down! Und das ist super. Kampfkünste. How many of these punks have I got to kill? We can do this. Mystische Künste. Und ihr könnt die hier mal töten. So. So, Intervention. Mystic Power. Stoß 3. Oh. So, natürlich. Oh, mal wieder gerade so nicht. Hervorragend. So. Brecher. Und Flugschlag. Weil ich wirklich viel Schaden mache. So, Flugschlag und blauer Blitz. Die müssen jetzt eigentlich fertig. Ja. Hier, Angriff, meine Güte. Ihr könnt mal Paris helfen. Flüchtet, ja, von mir aus. Flugwort 2. Das hat reingehauen. Paris konnte ruhig öfter mal seine blöden Fähigkeiten einsetzen.
macht er nämlich nie. Becher. Oh, jetzt kommen da noch welche. Ich krieg zu viel. Freigeben, Omnischlag. Ja, von mir aus. Und Statusveränderung. So. Ja, ja. Ja, komm. So, Giftgas 3. So. Blockade. Und Brecher. So. Sweet. 54er Kette. Ausschuss des Kampfes verstärkt, Emma ist jetzt Heiler. I feel stronger than I did before. Okay. Riesenspinnhülle 20. Fangen wir Gigantuala. Die Spinnen behalte ich mal wieder. Verfaultes Fleisch. Wer will sowas nicht haben? So, dann mal weiter im Text. So, komm, ich beende das hier in dieser Folge, falls ich das beenden kann. Sehr, ihr habt so viel für uns getan. Wie könnt ihr unser Vertrauen so missbrauchen? Was hat das zu bedeuten? Ich muss euch nichts erklären. Das Einzige, was ich erklären muss, ist, wie ich euch beiden gefunden habe. Als Opfer eines Selbstmordesliebender. Als Selbstmordesliebender. Falsch betont. Mission besiege den Seeherr. Ja, erstmal deine kleinen Pupsviecher töten. Und ihr könnt ja vielleicht schon mal den Seeherr direkt angreifen. Mit einem Konzentrieren. So. Die. Ah ja, greif. Was? Alter! So, stirb. So. Nee, die sind sofort tot. Hätte sie gar was passiert. Greif mal den Seher schon mal an. Looks loaded. Ah, oder rettet sie gar was ist. Ah, nee. Ja, holt eure LP. Hab ja keine andere Wahl. Konterhieb. Das ist wahrscheinlich eh nur wieder den Seher töten, aber naja. Take care of yourself. So, wir gehen mal auf Nummer sicher. Intervention. Kann es sein, dass er jetzt da die Truppe den Arsch gerettet hat, weil der die abgefangen hat? Ist ja mal richtig nice. So. Vier Winde. Angriff mit Kampfkünsten. Angriff mit mystischen Künsten. Macht sie fertig. So, komm, das war's doch. Ja. So. Excellent. I hope I've gewinnt zwei gelernt. Sehr schön. 4620 Gold und zwei Amöbenreißzähne. Bin ja mal gespannt. Charlotte, bist du unverletzt? Ja, mir geht's gut. Paris, es tut mir leid, aber ich kann das nicht tun. Ich habe es versucht, aber ich werde an der Seite meiner Mutter gebraucht. Warum? Glaubst du, die Zeit, die wir zusammen verbracht haben, die Gefühle, die wir teilten, waren nichts weiter als vom Seher geschaffene Illusionen? Natürlich nicht. Ich weiß, dass es nicht wahr sein kann. Ich kann es fühlen. Ich kann einfach nicht.
Ich verstehe. Das ist in Ordnung. Ich wusste, dass wir eines Tages der grausamen Wahrheit unserer Situation stellen müssten. Ich hatte nur gehofft, dass die uns gegebene Zeit ein wenig länger andauern würde. Paris, ich... Lass uns zurückkehren. Dorthin, wo jeder von uns hingehört. Die guckt immer so bitchig. Ah, vergebt mir, Rush. Tut mir leid, dass ihr in diese Sache verwickelt worden seid. Das Verband hat die Gruppe verlassen. Ich wette, wir können jetzt Paris als Söldner anwerben. Und wenn das so ist, dann werde ich das in der Folge noch tun. War alles, was passiert ist, nur ein Resultat der Intrige des Seers? Ich weiß es nicht. Ich habe nichts mehr, an das ich noch glaube. Aber es ist euch zu verdanken, dass Charlotte unverletzt war. Mein Herz war das einzige Opfer. Vergebt mir, ich bin mit den Gedanken woanders. Hier ein kleines Zeichen meiner Dankbarkeit. Armband der Bestechung und 3000 Gold. Man sagt, dass sich ein gebrochenes Herz mit der Zeit an den Schmerz gewöhnt. Vermutlich brauche ich einfach ein wenig Abstand. Obwohl meine Liebe... So, wasch komisches Wappen, spackt wieder rum. So, da hinten gibt's noch Hannah. Aber mit der will ich nicht reden, vor allem nicht mehr in der Folge. So, ich will eben zur... Warte, kann ja so direkt zur Stadtkarte. Wasch, worauf soll ich mein Training konzentrieren? Ich bin mir relativ unsicher. Ausgeglichen, immer noch. Ich glaube, ich habe das Gespräch nur gebraucht. Ich glaube, das Gespräch habe ich gebraucht. Da brauchen wir mir keine Sorgen mehr drum zu machen. Worauf soll ich mein Training konzentrieren? Würde eure Meinung zu schätzen wissen. Kampfkünste. Stimmt, ich kann nicht glauben, wie viel Zeit ich verschwendet habe. Gut, ich verdopple meine Anstrengungen. Flüche lernen oder einfach meine Studien fortsetzen, Wasch? Ab dafür. Meint ihr? Okay, ich werde mein Bestes geben. Heilzauber lernen oder das, was ich schon kenne, verbessern? Was meint ihr, Rush? Ja, komm, versuch mal. Wie ihr meint, das sollte hilfreich sein. Du bist genauso gelangweilt wie ich. Lass uns doch mal... Hallo? Super Idee, aber wir haben schon genug gekämpft. Das ewige Rumsetzen macht mich nervös. Lass uns ein paar Monster aufmischen. Und jetzt halt, bitte alle ruhig. Meine Güte. So, aber so Heilkrams kann ja nie schaden. Aber wenn Rago auch noch Flüche kann, macht denn das ein bisschen flexibler in Truppen. So, Einheiten anheuern. Nee, ich kann Paris nicht anheuern. Ich kann nur Amos anheuern, den ich nicht anheuern will. Das ist so ein blöder, komischer Yama-Schamane ist. So, ich denke, nächste Folge werden wir uns mal nach Royotia, oder wie die Stadt heißt, aufmachen. Weil ich Baltarossa nicht mehr sehen kann, obwohl wir die zwei Quests hier natürlich dann nachmachen werden. Je nachdem, wie viel in Royotia, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, auf uns wartet. Und bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play The Last Remnant. Wenn die Quests vielleicht mal ein bisschen weniger nervig werden. Bis dahin, macht's gut.